فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي. Ein Name, den man nicht so geläufig hört. Und das liegt daran, dass er nicht viel tradiert hat. Yani. Die Summe der Hadith, die er überliefert, sind vier. Viermal wirst du ihn hören im Kontext der Hadith. Das ist eines der Hadith, die er tradiert. Er ist im Jahr 63 nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstorben. Also nach dem Vorfall der Al-Harra, so nennt man das, war ein Gefecht. Und er sagt hier, er wird hier bezeichnet als Khadim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nicht weil er sein Sklave war, nicht, er war nicht sein Sklave oder so, aber er hat ihm gedient. Und er beschreibt seinen Dienst hier unter anderem, dass er ihm sein Wudu brachte. Es gibt das Wort Wudu. Und es gibt das Wort Wudu. Al-Wudu ist die Handlung. Wudu ist nämlich das Verbalsubstantiv, wie das Gehen, das Schreiben. Und Wudu ist das Wasser, mit dem man die Waschung ausführt. Das ist immer so, das Schema Wudu, Fa'ul, ist immer die Sache, mit der man eine Handlung ausführt. Ihr kennt beispielsweise Sahur, Sahur, ne? Aus dem Fasten. Da gibt es Sahur. Suhur ist die Handlung, also das Frühstücken zu dieser Zeit. Das Suhur ist das Frühstück selbst. Taib.